Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback, zu einem weiteren K-Bild hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ihr habt wieder abgestimmt, welches Fahrzeug als nächstes aufgebaut werden soll und habt euch für den Aston Martin DB11 entschieden. Das Ganze als Racer-Build und bevor wir dann auch hier gleich damit beginnen, auch gleich der Hinweis, falls du für ein anderes Fahrzeug in einer anderen Klasse abstimmen möchtest, dann klick dich einfach mal in die Videobeschreibung. Da gibt es ein entsprechendes Formular, darüber kannst du ebenfalls ein Autowunsch äußern. Wir beginnen aber jetzt mit dem K-Build bzw. checken uns erstmal die Daten aus, was wir hier haben. Aston Martin DB11, wie schon gesagt, 600 PS Serienleistung, 322 km/h, Topspeed 0 auf 100 in 3,7 Sekunden und die Viertelmeile schafft das Fahrzeug in 11,77 Sekunden. Wie das Ganze sich so auch fahren lässt in der Serie, das checken wir auch direkt mal aus. Wir gehen wieder raus aus der Tuning-Garage und lauschen mal den Klängen des Briten. Ja, ein Fahrzeug, was man ja in der Karriere sehr früh mal fahren darf, als Tyler, upsala, und auch direkt auch irgendwo dran ecken darf. Sollte man nicht, aber man kann es. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr geiles Fahrzeug. Ich meine, Aston Martin, ich persönlich finde die Marke sowieso geil und die Fahrzeuge, egal welches, ob das jetzt ein Vantage ist oder eben ein DB, ja. Also DB9 war ich ein ganz großer Fan von, jetzt eben der Nachfolger, der DB11. Finde ich auch richtig geil. Auch diese moderne Designlinie von Aston Martin. Ich finde sie geil. Also ich finde, grundsätzlich haben sie ja ihre Grundstruktur, ihre Grundoptik behalten. Aber halt eben das Ganze jetzt ein bisschen moderner. Gefällt mir richtig gut. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir heute in dieser K-Build-Ausgabe vor allem auch optisch aus dem Fahrzeug rauskitzeln können. Ich glaube, von der Performance her müssen wir nicht drüber sprechen, da das Fahrzeug in der Serie schon echt gut bums. Aber natürlich, klar, möchten wir auch hier wieder ein bisschen mehr rauskitzeln und das werden wir auch nachher tun, natürlich. Wenn wir hier auch wieder richtig viel Leistung reinprügeln. Wir können bis auf Stufe 399 hochtunen, also das Maximale. Und ansonsten, ja, Fahrzeug, dynamisch, technisch, fährt sich das ganz gut, macht Spaß. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt mit dem Aufbau und gucken mal, was wir denn dran verändern dürfen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir gehen rein ins Optik-Tuning und auf der Motorhaube. Ja, da haben wir gleich mal ein paar Änderungen. Und ich sehe auch gerade schon tatsächlich, dass man die Verbreiterung auch hier rüber regelt. Und das ist interessant. Beim Grill können wir auch ein bisschen was ändern. Okay, das ist mehr so ein glänzender Grill, würde ich jetzt sagen, oder? Wobei, ja, man sieht jetzt nicht wirklich groß die Unterschiede. Also von der Seite sieht das hier dunkel aus und von der Seite ist es genau umgekehrt. Okay. Ja, Frontschutzfänger, was haben wir da? Okay. Okay, das ist eigentlich so wie die Serie, ne? Ja, genau, das ist noch ein bisschen tiefer, das Ganze. Und das ist mit so einer Öffnung. Okay, alles klar. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Flaps vorne dran. Scheinwerfer, gut, können wir auch gucken. Das sind wahrscheinlich aber nur wieder die Farben, so ist es auch. Dann eben, ja, Kotflügel können wir nicht, das ist mit der Motorhaube gekoppelt. Dann Spiegel, mehr oder weniger die Standardspiegel, Seitenschweller. Haben wir auch ein bisschen die Auswahl. Okay, hier haben wir dann noch mit so einer High-Öffnung, wenn man das möchte. Finde ich aber die seriennahe Öffnung schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Hier haben wir wieder Verbreiterung und diesen Lufteinlass oben könnte man dazu machen, wenn man den möchte. Also auch sowas, was man schon bei verschiedenen Fahrzeugen hier mit den Alchemist und mit den Ghost-Teilen schon gesehen hat. Und halt eben diese Verbreiterung da dran. Aber das hatten wir schon mal bei vielen Fahrzeugen. Unter anderem auch den AMG GT hatte ja auch schon solche Verbreiterungen dran. Den haben wir auch da hinten irgendwo stehen. Dort habe ich es nämlich dann weggemacht, tatsächlich. Und deswegen, ja, nicht unbedingt, bin ich unbedingt nicht so ein Fan von Heckleuchten. Ja, gibt es auch wieder die Farben. Also viel Tuning gibt es nicht tatsächlich. Wie man hier schön feststellen kann. Kleinen Spoiler, ja, kann man machen. Heckstoßfänger. Okay, da gibt es halt mit Öffnung und ohne Öffnung. Okay, also Auswahl gibt es nicht so große. Diffusoren gibt es schon ein paar coole, muss ich sagen. Leider mit diesem amerikanischen, ja, diese Dinge da neben dem Nummernschild. Bin ich jetzt nicht unbedingt so begeistert von. Ich glaube auch fast, weil der Diffusor schon geil aussieht, muss ich sagen. Also
der beziehungsweise der hier, aber ich sehe jetzt gerade keinen Unterschied zwischen denen, muss ich sagen. Zwischen dem und dem. Gerade mal gucken, wo ist da der Unterschied? Okay, der hat auf der Seite noch so einen kleinen zusätzlichen Splitter. Aber sonst sehe ich groß keinen Unterschied. Da ist klar. Ah doch, jetzt sehe ich es. In der Mitte sind die Dinger ein bisschen tiefer. Okay, das ist interessant zu sehen. Im Prinzip sind die schon geil, weil man halt hier schon einen schönen Diffusor hat. Blöd halt, dass bei dem Nummernschild dieses Ding so rausragt. Da finde ich das natürlich hier ein bisschen geschickter gelöst, aber okay. Ja, wir gucken gleich mal weiter. Heckschussfänger haben wir schon spoilern. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon alles angeguckt, ne? Viel mehr ist es gar nicht. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal kurz die, die Kotflügelverbreiterung dran, dass man die einfach auch mal gesehen hat im Ganzen. Machen wir das mal so und vielleicht beim Frontstoßfänger machen wir auch schon mal was dran, aber das sieht einfach irgendwie Panne aus, mal ganz ehrlich. Also ich meine, ich kann jetzt, ich mach mal das hier, das fand ich optisch eigentlich am ansprechendsten. Man könnte jetzt, oh, man kann sogar eine Lippe noch zusätzlich machen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Dann könnten wir jetzt hier diese Flaps noch dazu knallen und ja, keine Ahnung. Ich lass es mal kurz so. Wir machen mal kurz die Verbreiterung dran. Und den Rest mache ich jetzt erstmal nicht. Wir gucken es jetzt einfach mal nur an, aber ich finde ganz ehrlich die Verbreiterung. Also von vorne sieht es irgendwie Panne aus. Und an der Seite, er sieht insgesamt, es sieht richtig Panne aus. Sorry, also nee. Nee. Wir verzichten gerne auf diese Verbreiterung. Das sieht irgendwie total dran genagelt aus, sieht nicht schön aus. Also ich glaube, wir werden heute ein sehr, sehr dezentes Tuning haben. Wir würden, ich nenne es jetzt einfach mal James Bond, ja, oder Geheimagent-Tuning. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, die originale Motorhaube gefällt mir am besten. Also diese mehreren Öffnungen gefallen mir gar nicht. Also ich würde es tatsächlich so lassen. Also ich glaube, wir werden heute nicht viel ändern tatsächlich. Also das fand ich ganz geil, muss ich sagen. Hier, die Front, bisschen sportlicher das Ganze. Flaps könnte man sich wirklich überlegen tatsächlich. Aber stehen dem Fahrzeug jetzt nicht so überragend, muss ich sagen. Also auch hier würde ich, glaube ich, eher drauf verzichten. Hier fand ich das ganz gut. Das ist ein bisschen auch, glaube ich, breiter, wenn man mal von oben guckt, oder? Ja, ein bisschen wird es breiter. Man hat ein bisschen so eine seitliche Öffnung nochmal. Das finde ich gar nicht schlecht. So ein bisschen diese Sportlichkeit zu unterstreichen, das können wir machen. Hier könnte man eben jetzt mit dieser Öffnung handhaben können, oder beziehungsweise die könnte man nehmen. Die allerdings, ich weiß nicht, nee, ich glaube, es sieht ohne besser aus, tatsächlich. Und hier würde ich mich dann tatsächlich doch für diese Variante entscheiden, wo der Diffusor ein bisschen kräftiger auswirkt, trotz dass wir eben diese, ich weiß gar nicht, für was das nochmal da ist, aber in Amerika ist es halt diese ja, Dinge neben Nummernschild. Ich glaube, das ist halt, das muss halt irgendwie so und so viel Abstand hinten rausragen, bla bla, ist ja auch egal. Endrohre. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen alle zu. Das geht alles zu weit raus. Das gefällt mir nicht so. Zu weit rausgeht. Da muss ich sagen, da finde ich die Serie fast schon am besten. Die sind halt ein bisschen breiter. Komm, die sind ein bisschen breiter, nehmen wir die hier. Und ja, Heckstoßfänger. Da können wir die hier eigentlich nehmen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. So einer zusätzlichen seitlichen Öffnung nochmal. Nummernschild können wir auch mal machen, bevor wir es wieder vergessen. So. Und ja, Spoiler. Weiß nicht. Da würde so ein dezenter Spoiler halt tausendmal besser aussehen. Die sind alle schon zu groß. Und dieser Glas-Spoiler, naja, ich weiß nicht. Ich bin da kein so Fan von. Finde ich nicht so überragend. Ja, der ist zu groß da hinten. Der hier wäre so der einzige, der jetzt gehen würde. Aber ich finde, das braucht es eigentlich nicht. Ich finde, es braucht keinen so Spoiler, denn, also könnte man eigentlich so Serie lassen. Ja, also da gibt es eigentlich nicht, es gibt nicht viel Auswahl. Was soll man sagen? Es gibt nicht viel Auswahl. Und ich glaube, auch von den Felgen her würde ich auch hier ganz gerne wieder bei der Serie bleiben. Also die würden auch ganz gut gehen, die Felgen. Aber ich finde die Serienfelgen eigentlich schon ganz cool. Also ich bin heute tatsächlich mal ein bisschen langweilig, aber ihr müsst verstehen, es kann nicht jeder K-Bild.
extrem in die Fresse sein. Ich finde, es muss auch zum Fahrzeug passen. Und ein Aston Martin ist für mich so eine edle Marke, so ein edles Fahrzeug. Da finde ich es eigentlich Quatsch, jetzt hier irgendwie was komplett Komisches zu machen, was eigentlich gar nicht zu dem Fahrzeugstil passt. Und ganz ehrlich, schau dich die Felgen an. Die passen super geil zu dem Fahrzeug. Also das sind jetzt leichte, dezente Änderungen und ich finde, die sind auch okay. Die unterstreichen nochmal so ein bisschen mehr Aggressivität, aber mehr muss es auch nicht sein. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal tieflegen hier, dann sieht es schon böse genug aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und mehr muss es dann auch gar nicht sein, tatsächlich. Gucken wir mal noch, ob wir eine coole Farbe sehen oder beziehungsweise in der Bibliothek vielleicht ein cooles Design hier irgendwo auftaucht. Aber ansonsten gibt es da jetzt groß nichts, was ich jetzt irgendwie sagen müsste. Okay, das ist geil. Das ist schon echt geil mit diesem Rot und so. Das finde ich schon echt sehr cool. Das hat schon was. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Das hat schon echt was, die Optik hier. So. Jetzt hat der hier noch sowas mit dieser Großbritannien-Flagge. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Vielleicht können wir das ja auf das Design gleich anwenden. Ich glaube, ich nehme das einfach. Ganz ehrlich, Leute, ich nehme das einfach, das Design. Ich finde das geil. Auch mit dem Weiß. Ich finde das einfach super. Wir machen das einfach. Wir bearbeiten jetzt aber, weil ich finde die Idee mit dieser Großbritannien-Flagge eigentlich relativ geil. Und wir haben ja hier Länderflaggen. Genau. Dann machen wir das ein bisschen kleiner. So vielleicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht ein bisschen drehen können wir es ja so. Ein bisschen neigen, meine ich. So, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es hat was, das Fahrzeug. Ich finde, es hat was mit diesem Rot, mit dem roten Akzent, das Weiß. Warum nicht? Ja, wir übernehmen das einfach. Ich finde es cool. Machen wir gar keinen langen Heckmeck drumrum. Das ist jetzt quasi wirklich Eleganz, trifft auf Sportlichkeit, trifft es eigentlich da ganz gut, muss ich sagen. Ich hätte mir jetzt eher tatsächlich so ein silbernes, oder warte mal, kann man das noch machen? Pass mal auf. Ah ne, der hat das rot gemacht, ne? Der hat quasi, jedenfalls möchte ich sofort, ja, ich muss kurz was ausprobieren. Der hat einfach, frage ich mich aber, muss das wirklich so weiß sein? Also ich gucke mir kurz das Design nochmal an, ob er hier jetzt irgendwelche Aussparungen mit Weiß gemacht hat. Ist eigentlich unnötig. Aber pass mal auf, wir machen das anders. Ich lösche das mal ganz kurz. Weil ich würde das Design ganz gerne nicht mit Weiß machen, sondern ich finde eigentlich gerade so James Bond und so weiter, silbernes Fahrzeug. Ich würde gerne so einen Silberton machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Decal löschen. Auch hier, Decal löschen. Hätte ja sein können, dass es irgendwelche tieferen Gründe hat, aber so finde ich es ganz cool. Was ich jetzt auch noch gerade ein bisschen komisch finde, ist bei den Spiegeln. Da hat er ja auch irgendwie hier so rote Akzente. Das irgendwie so komisch ausschaut ein bisschen. Genau das finde ich ein bisschen komisch gelöst hier von ihm. So finde ich es fast schon besser, oder? Dass nur so ein leichter roter Schimmer ist. Seht ihr das? Ich glaube, so sieht es eigentlich ganz, sieht es auch ein bisschen besser aus. Ah, das habe ich das andere weggemacht, ne? Shit, okay, das war nicht der Plan. Oder was? Ja, der Ray wieder am Ausprobieren. Hier, dieses rote Ding will ich ja hier haben. Oder das hatte er ja. Gerade gucken, dass wir das so machen, dass es auch gut ausschaut. So. Bisschen mehr Liebe ins Detail. Muss doch sein. So, ich glaube, so ist ganz gut. Gerade gucken, dass wir hier das auch alles richtig machen. Ich glaube, so ist besser, oder? Machen wir es so. Dann machen wir die mal kurz andere Seite kopieren, andere Seite kopieren, dass das hier drüben genauso ist. Die ursprüngliche müssen wir jetzt aber halt löschen. Oder das eine ursprüngliche.
Aber das passt jetzt auch nicht, ne? Das sieht ganz anders aus wie hier. Ist ja scheiße. Das ist ja doof. Moment, das müssen wir mal gucken, wie wir das hier lösen. So, dass das alles passt. Das passt hier. Dann das hier. Müssen wir jetzt auch so machen, dass es von der Optik her gut ausschaut. Müssen wir gerade gucken, wo das hin ist. Das irgendwie, ich mach das mal komplett weg. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Weil hier haben wir so einen schönen roten Strich quasi. Und das, den kriege ich jetzt aber hier irgendwie gerade. Upsala. Ah, das ist das da unten. Oh, shit. Das wollte ich jetzt gar nicht. Den haben wir hier auch noch. Den muss ich hier nochmal gerade. Das ist der hier. Der passt soweit. Achso, das ist der hier. Okay, da muss ich gerade nochmal gucken. Dass wir das. Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. So, okay. Da muss ich jetzt gerade rausfinden, wie wir das gerade beim anderen gelöst haben. Aber ich glaube, beim anderen geht das gar nicht auf der Seite, ne, mit dem Rot. Ist ja ein bisschen doof. Könnten nur das komplette Ding rot machen. Was natürlich auch eine Option wäre. Beim Außenspiegel, ne? Das ist halt so ein bisschen Trick 7. Hier verwenden. Aber ja, im Prinzip würde ich es ganz gern wie drüben haben, aber das will gar nicht so. Das ist halt ein bisschen auf der Seite anders wie auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen schade. Ja, da wird komplett alles rot. Bisschen doof. Ja, da würde ich fast schon sagen, man verzichtet da drauf. Dann löschen wir den hier mal. Und auch hier würde ich dann sagen, dann verzichten wir halt drauf, weil wenn das nicht auf beiden Seiten gleich geht, dann ist es ja Quatsch. Dann machen wir das hier weg. Und dann haben wir das nur hier in diesen Akzenten. Dann sollte das eigentlich passen. Dann machen wir das weg. Und jetzt die Grundfarbe machen wir jetzt mal. Upsala. Müssen wir noch gucken, welches Silber wir machen. Aber das sieht doch schon arschgeil aus, so, oder? Es muss nicht weiß sein. Ich meine, das sieht, würde auch in so einem etwas dunkleren Ton natürlich gut aussehen. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber so einen leichten Look darf es schon haben. Ein bisschen mehr Metallic vielleicht noch. Klettegrad ein bisschen erhöhen. Ja, doch, ich finde das so gar nicht so schlecht. So, machen wir's. Jetzt habe ich nur gerade nochmal einen kleinen Fehler entdeckt. Das wollen wir natürlich alles richtig machen. So. Und ja, was wir jetzt noch machen könnten, wäre eventuell, ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Das mache ich ja gerne, dass das Dach ein bisschen einfärben. Das müssen wir jetzt gerade mal gucken, wie das wirkt von der Größe her. Aber nee, das geht über den Rand drüber, ne? Wobei, das könnten wir eigentlich trotzdem machen. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Einen Moment mal, wenn wir das so ein bisschen aufpassen. So, ein bisschen darüber schieben. Wenn wir das jetzt geschickt machen, dann sieht es sogar ganz gut aus. Schwarz auswählen, matt auswählen und die Metallic-Optik. Ja, so ein bisschen nur. Ich glaube, sonst sieht es ganz gut aus, oder? Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ganz leichter ein Tick Klette dazu, oder? Ich würde sagen, das taugt. Das ist eine gute Mischung zwischen Eleganz, Sportlichkeit, alles dabei. Gefällt mir so auf jeden Fall deutlich besser. Wie das, was er gemacht hat. Also sein zwar auch gut, aber ich finde, es hat nochmal ein bisschen mehr Touch. Mehr Pep. Großen und Ganzen. Silberton, klar, da könnte man jetzt viel machen. Also wie gesagt, man könnte es ein bisschen dünkler machen, ein bisschen weniger Metallic, ein bisschen mehr, aber ich finde es, glaube ich, so ganz okay. Ich glaube, so machen wir es.
kann das jetzt nicht freigeben, weil ich es von übernommen habe. Also im Prinzip hätte ich das jetzt auch selber machen können. Vielleicht mache ich das auch noch selber und dann gebe ich es nochmal neu frei. Oder beziehungsweise gebe es dann selber frei. Aber prinzipiell könnte man das auch easy peasy selber nachmachen. So, wir sind aber natürlich noch nicht fertig. Wir können jetzt natürlich bei den Scheinwerfern noch eine andere Farbe wählen oder so. Ja, und schwarz würde das sich jetzt auch ganz gut anbieten. Und auch, glaube ich, hinten die Scheinwerfer könnte man jetzt, wenn ich hochkomme, ja, jetzt darf ich auch mal. Ja, ich glaube, auch hier könnten wir die dunklen machen, warum nicht? Und natürlich die Scheibentönen. Ein bisschen mehr noch, so. Finde ich jetzt gar nicht schlecht. Das sieht doch cool aus. Jetzt noch die Felgen natürlich anpassen. Wie gesagt, die Felgen lassen wir, aber die Farbe könnten wir natürlich jetzt machen. Er hat ja, glaube ich, die sekundäre Farbe rot gemacht hier. In seiner Vorschau hat man das gesehen. Könnte man natürlich jetzt machen. Würde auch gehen, tatsächlich. Also das jetzt auch so rot machen. Könnte man prinzipiell tun. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und das andere rot machen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde, diese dezente rote Akzente sollte eigentlich reichen. Deswegen würde ich jetzt einfach nur sagen, wir nehmen die primäre Farbe, geben ein bisschen Klette vielleicht drauf und machen das Ganze von der Helligkeit einfach ein bisschen runder, so ein leichter Anthrazitton drauf. Sieht doch auf jeden Fall deutlich ansprechender aus. Das machen wir so. An allen Felgen. Und dann lösen wir das einfach über die Bremssättel und machen da einfach die roten Bremssättel hin. Brembo-Bremssättel. Dann haben wir auch wieder die roten Akzente. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Und von den Reifen, ja, ich würde ohne Beschriftung nehmen. Also es passt einfach besser. Wie gesagt, das ist, ich finde es so einfach optimal. Ich finde es so optimal, das Fahrzeug. Muss ich ganz ehrlich sagen, das beinhaltet die Grundstrukturen des Aston Martin, aber halt mit ein bisschen mehr Aggressivität mit dazu. Das finde ich eigentlich super. Anders muss es gar nicht sein. Passt. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid's auch. So können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Wunderbar. Gut, dann kommen wir schon zum Leistungstuning und da muss ich sagen, da lief es diesmal richtig gut. Ich habe richtig schnell richtig gute Teile zusammengekriegt und ich glaube, wir haben zum ersten Mal 18er Outlaw-Teile und zwar überall 3er-Boni. Also ich habe überall einen 3er-Boni und ich glaube, es geht eigentlich auch nicht viel besser. Also ich wüsste nicht, wo ich welches Teil jetzt irgendwie anders haben würde, wollen würde, denn durch den Outlaw-Bonus können wir Topspeed-technisch nicht mehr erreichen. 377 km/h bei 1327 PS, mehr geht nicht, auch Beschleunigung 1,77 Sekunden, besser geht halt nicht, Viertelmeile 8,53, Nitro 10 von 10. Klar, Sprung und Bremse wird besser gehen, aber ich glaube, Sprung ist nicht ganz so wichtig und Bremse auch nur so sekundär wichtig, deswegen, das Ding ist auf jeden Fall jetzt ein richtiges Monster und ich würde sagen, James Bond wäre froh, wenn er das hätte, so ein Fahrzeug, wie wir ihn jetzt aufgebaut haben. Also, schon nicht schlecht. Mir gefällt er richtig gut. Ja, doch, der kann was. Man könnte jetzt noch ein bisschen die Lenkungsempfindlichkeit ein bisschen erhöhen. Das fände ich jetzt nicht so verkehrt. Aber der hat was. Der hat was, der gefällt mir richtig gut, den würde ich so nehmen. Der schreit auch schön. Finde ich gut. V12 Biturbo-Motor haben wir ja am Start. Den er noch schön aufgebrezelt. Autsch.
finde es geil. Ja gut, ich würde sagen, wir fahren natürlich ein kleines Rennen, wie es sich gehört. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal schön in die Wälder, oder? Da gibt es auch schöne Events bestimmt. Dann gehen wir doch da einfach mal hin. Ja, machen wir aber dieses Rennen hier. Wie porten wir uns da? Porten wir uns einfach hier hin, das passt. Und dann fahren wir ein kleines, aber feines Rennen mit dem Aston Martin DB11. Cool wäre tatsächlich bei den Endrohren, wenn man halt eine Doppel-Endrohre auf beiden Seiten machen hätte können. Also kann man ja machen, aber die zur Auswahl standen, fand ich nicht so geil. Aber so in der Größe nur doppelt links und rechts, ich glaube, das würde nochmal ein bisschen geiler ausschauen. So, Start. Und dann gucken wir doch mal. Aua, aua, aua. Der Führende gibt ein ganz schönes Tempo davor. Aber da gehen wir vorbei. Seinem Huracan, ey. Der schreit einfach so brutal. Da kommt dann der Aston Martin auch nicht mehr so geil rüber vom Klang. Der fährt aber auch alles zusammen da hinten dran. Huracan ist halt auch echt ein übles Fahrzeug. Aber da sehen wir schön, wie gut wir auch gegen so einen Allrad angetriebenen, mega getunten Huracan anstinken können. Oder auch nicht, weil ich jetzt einen Fahrfehler gemacht habe. Okay. Da habe ich am Ende echt noch einen dummen Fahrfehler gemacht. Sonst hätten wir gewonnen. Aber sei es drum. Ich glaube, das Fahrzeug ist trotzdem übel. Mir gefällt er richtig gut, muss ich sagen. Mir gefällt er richtig gut und ich hoffe, euch gefällt er auch. Das soll es wieder gewesen sein, schon mit diesem Car-Build in der heutigen Ausgabe. Ich denke, wir werden auch wieder mal verrücktere Sachen sehen, aber wie gesagt, es muss einfach zum Fahrzeug passen, das ist mir sehr wichtig. Und die Auswahl war jetzt auch nicht überwältigend riesig bei diesem Fahrzeug. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen, ihr seid zufrieden mit dem Aufbau. Wenn das Fahrzeug euch gefallen hat, dann, ja, gebt doch gerne ein Däumchen nach oben, wenn dem nämlich so wäre. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Fleißig abstimmen nicht vergessen. In der Videobeschreibung ist das entsprechende Formular. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.